Nachdem Teil 1 und Teil 2 mittlerweile über 80.000 Klicks auf YouTube haben, ja, wurde ich sehr oft gefragt, wann denn mal ein Teil 3 von dieser Serbien-Filmreihe kommt. Ja, das Ganze findet heute statt und ich habe mich schon wirklich darauf gefreut auf diesen Monat, weil der Monat halt wirklich ziemlich special auf meinem Kanal ist. Und dann möchte ich euch natürlich heute 5 Filme vorstellen, die wirklich physisch wirklich deutlich brutaler sind als A Serbian Film. Viele Leute sagen nämlich, A Serbian Film ist der brutalste Film, den sie je gesehen haben. Ja, es gibt wirklich Filme, die sind nochmal deutlich brutaler. Und das, obwohl A Serbian Film wirklich schon ziemlich heftig und ziemlich krank ist. Demnach wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Und damit moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ich schon sagte, der dritte Teil findet heute statt und ich muss erstmal schauen, was ich euch hier an Videoclips oder an Bildern auch einblenden kann, weil die Filme, die ich bespreche, das sind wirklich krasse Underground-Filme, da gibt es teilweise gar kein Video oder Bildmaterial, die du so im Internet findest. Andererseits muss ich halt auch generell gucken, was ich hier einblenden kann, weil sonst springt der YouTube-Filter an und dann heißt es, das Video muss leider ab 18 gestellt werden. Demnach, das möchte ich natürlich nicht und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal, ohne viel rumzulabern, an mit dem ersten Film, den ich euch vorstelle, der wirklich deutlich brutaler ist als ein Serbian-Film. Und beim ersten Film handelt es sich um August Underground 2 Mordum. Ja, das ist ein Film, der ist tatsächlich in Deutschland auch nie erschienen. Der ist nämlich bei Unearthed Films untergelabelt, sage ich mal. Und den kriegst du halt hier in Deutschland erstmal gar nicht. Den musst du tatsächlich aus Amerika importieren und ja, wenn man das gemacht hat, kann man sich diesen Film halt tatsächlich mal anschauen und dann wird man sehen, wie extrem heftig es ist. Ja, das ist ein Film, da geht es einfach darum, da wird der Alltag eines Serienkillers beleuchtet, der auch tatsächlich im ersten Teil, den ich persönlich als gar nicht so unglaublich hart angenommen habe, sage ich mal, den Film. Der Film, der erste Teil hat zwar natürlich seine Härte, aber er ist wirklich jetzt nicht allzu brutal, dass dieser Film dann auch wirklich auf diese Liste kommen würde. Ja, aber der zweite Teil, der legt nochmal wirklich einen Gang zu und da sehen wir dann halt einfach aus dem ersten Teil einen Charakter, der hat sich dann mittlerweile neue Freunde gesucht und diese Leute haben dann halt wirklich Spaß daran, Morde zu begehen und das sieht man im kompletten Film. Der ganze Film ist einfach wirklich nur damit gespickt, diese Gewalt zu zeigen. Es wird keine Story erzählt so richtig, sondern man sieht einfach nur diesen Alltag von diesen Serienkillern und das ist wirklich extrem ekelhaft. Eine Szene, die war wirklich sehr brutal, da muss ich sagen, da wurde einem Menschen ja der Bauch aufgeschlitzt und danach, da müssen wir auch wieder alle jegliche Moral verwerfen, danach wurde halt einfach wirklich ja in seinen Bauch reinge... ihr wisst schon, Liebe gemacht. Und das Ganze war wirklich extrem eklig. Das findet am Anfang des Films schon statt und wenn wir dann halt auch einfach weiter in den Film gehen, sehen wir jegliche Morde und das alles ist dann halt wirklich einfach extrem nischenhaft gemacht. Natürlich sehr hart im Underground-Kino, sehr verwackelt in Found-Footage und der nächste Kill, der mir dann einfach noch so einfällt, ist halt einfach eine Szene, sage ich mal, wo eine ganze Familie getötet wurde, wo erst der Vater aufgehangen wurde und dann später tatsächlich auch noch die kleine Tochter in der Badewanne, ja, vergewaltigt wird und das war ekelhaft, pervers, einfach nur wirklich für Leute, die wirklich solche harte Kost abkönnen, die können sich sowas angucken. Ja, aber die Tochter wurde tatsächlich dann, ja, tot, ihr wisst schon, ne? Ja, absolut ekelhaft und da würde ich sagen, gehen wir auch direkt zum nächsten Film über. Und beim nächsten Film habe ich für euch Poultrygeist oder auch Night of the Chicken Dead. Ja, da werden sich die Leute fragen, was ist das denn jetzt für ein Film? Das ist tatsächlich wie Braindead eine Horrorkomödie. Aber dieser Film ist so derbe brutal, dass man ihn tatsächlich, klar, als Komödie schauen kann, aber die Splatter-Effekte wirklich so übertrieben sind, dass ich mir so denke, was zur Hölle habt ihr da eigentlich gemacht? Ja, da geht es nämlich darum, dass ein, ja, so Chicken Diner, kann man schon sagen, so ein Fastfood-Restaurant auf einem alten Indianerfriedhof eröffnet wurde. Und da ist tatsächlich dann jegliches Fleisch, was die dort anbieten, verseucht. Die Leute essen das und mutieren teilweise schon zu, ja, mit praktischen Effekten, wie auch bei The Thing zum Beispiel, mit wirklich viel Body-Horror, mutieren die dann wirklich zu solchen Hühnern. Das hört sich richtig dumm an, es ist auch dumm, aber es ist mega brutal, weil diese Leute, die dann sich zu Hühnern, sage ich mal, verwandeln, wirklich,
ja, die anderen Leute halt teilweise fressen und komplett auseinandernehmen. Wirklich, dagegen ist Braindead, den ihr von Peter Jackson wahrscheinlich schon kennt, wirklich ein Kinderfilm, kann man schon sagen. Dagegen ist der Splatter dort gar nichts. Poultrygeist setzt da wirklich nochmal eine Krone drauf und zeigt wirklich, wie Leute wirklich auseinandergenommen werden können oder wie auch Aufschnittmaschinen gut gegen andere Leute, ja, verwendet werden können, wenn dann zum Beispiel ein Gesicht komplett über so eine Aufschnittmaschine geraspelt werden kann. Der Film ist mega brutal, der Film ist aber halt auch mega lustig, das kann man nicht anders sagen. Aber es geht halt wirklich um die psychische und physische Gewalt, sage ich jetzt einfach mal so. Psychisch ist dieser Film natürlich überhaupt nicht hart, aber physisch, es ist wirklich derbe, was da passiert. Und demnach musste Poultrygeist für mich halt hier auch auf diese Liste. Und bei Film Nummer 3 haben wir dann tatsächlich Traces of Death. Ja, viele Leute werden sich denken, was ist Traces of Death? Ich kenne nämlich nur Faces of Death. Ja, Faces of Death oder halt im Deutschen auch Gesichter des Todes war natürlich ein Film, der wirklich Wellen geschlagen hat, dadurch, dass halt viele Unfälle dort in einer Doku festgehalten wurden, die dann auch tatsächlich teilweise echt waren. Das waren teilweise ja, echte Kameraaufnahmen, aber halt teilweise auch gestellt waren. Traces of Death, der ist aus dem Jahr 1993. Der setzt den Ganzen nochmal wirklich, ja, eine weitere Krone auf. Und da muss man sagen, der Film ist deutlich härter. Faces of Death wirkt dagegen wirklich wie eine angenehme Dokumentation, die man gucken kann. Aber Traces of Death setzt dem Ganzen da wirklich nochmal mehr Härte drauf. Und zwar geht es halt einfach genauso wie bei Faces of Death auch darum, dass dort eine Doku stattfindet über verschiedene Unfälle oder verschiedene Operationen, die dann in Bildmaterial festgehalten wurden. Das Ding ist, bei Traces of Death ist tatsächlich alles echt. Ich persönlich muss sagen, ich halte von solchen Filmen, die echte Aufnahmen zeigen, wo Leute dann zu Schaden kommen, eigentlich wirklich Abstand. Aber das Ding ist, Traces of Death, das sind ja eigentlich nur Aufnahmen von Unfällen, die sowieso schon passiert sind. Und das alles zusammengeschnitten in einer Dokumentation macht das Ganze dann, finde ich, dann noch irgendwie anschaubar. Und demnach, Traces of Death, der deutlich härtere Film als Faces of Death, weil dort halt wirklich alles echt ist. Und ja, da gab es wirklich eine Szene dabei, da wurde dann auch eine Operation gezeigt, wie ein Mann zu einer Frau umoperiert wurde. Und ich muss sagen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Und ja, ich mag mir noch gar keine Meinung zu bilden, ob das normal ist. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Und demnach, ja, für Leute, die wirklich absolut harte Kost abkönnen, Traces of Death ist einer der härtesten Filme oder Dokumentationen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Bei Film Nummer 4 handelt es sich um den Film Nekromantik. Ja, den habe ich tatsächlich im letzten Video erst in einer Form einer Review besprochen. Aber der hat es auch für mich persönlich auf diese Liste geschafft und ist meines Erachtens nach wirklich brutaler als A Serbian-Film. Es liegt einfach daran, da geht es darum, dass ein junger Mann bei einer Säuberungsfirma arbeitet und halt Tatorte reinigt. Von dort aus nimmt er dann eine Leiche mit zu sich nach Hause, wo er sich, weil er nekrophil ist, dort mit der Leiche vergnügt und seine Freundin dann halt auch tatsächlich noch mitsteuert und diese macht dann da halt auch generell mit. Ja, es ist halt ein Film über nekrophile Menschen und ich persönlich muss sagen, ich habe mir diesen Film angeguckt und ich fand ihn wirklich zum Kotzen. Ja, der Film war erstmal nicht ganz so gut, wie ich erhofft hatte, weil ja, der Film ist doch wirklich schon, sage ich mal, ein Film, der einen gewissen Status hat hier in Deutschland. Aber ich finde halt einfach, dass der Film wirklich ekelhaft wie sonst was war und teilweise halt auch sehr, 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 sehr brutal. Ja, tatsächlich kommt in diesem Film halt auch Tiersnuff vor, wo ein Kaninchen getötet wird, was ich persönlich dann halt auch schon sehr verwerflich finde. Es wurde dann tatsächlich auch noch aufgeklärt, dass das Kaninchen sowieso gestorben wäre, weil es einfach eine Aufnahme von einem Schlachthaus war. Und das Kaninchen dann tatsächlich nochmal anders verwendet wurde. Aber ich persönlich muss sagen, solche Szenen, gerade Tiersnuff, gehen einem dann doch schon wirklich nahe. Und ich fand es wirklich sehr brutal, sehr heftig. Und ja, wenn ein Film, sage ich mal, solche echten Aufnahmen dann auch noch zeigt, das ist schon eklig wie sonst was. Ja, aber generell diese ganze Thematik mit den nekrophilen Personen, ich finde, das ist nochmal eine deutliche Schippe härter als ein Serbien-Film. Und ne. Einfach absolut ekelhaft, einfach absolut brutal und ne, schaue ich mir, glaube ich, nie wieder an. Nekromantik. Und bei Film Nummer 5 habe ich dann den Film Cannibal Ferox aus dem Jahr 1998.
81. Ja, oder Cannibal Ferox. Ich keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Im Deutschen auf jeden Fall Die Rache der Kannibalen. Ja, das ist so einer dieser Filme aus der Kannibalenwelle und wahrscheinlich auch auf dieser Liste der bekannteste Film, weil neben Cannibal Holocaust reden halt auch viele über halt Die Rache der Kannibalen. Und da in diesem Film geht es halt einfach darum, dass drei junge Studenten in den Urwald nach Kolumbien fahren und dort ja, prüfen wollen, ob es einen Kannibalenstamm dort gibt oder generell, ob es diesen einen Stamm da noch gibt, wo halt ein paar Leute verschwunden sind. Ja, das überprüfen sie und dann irgendwann kommt es halt einfach dazu, dass diese Kannibalen auf diese Studenten losgehen und dann fängt ein absolutes Gemetzel an. Also erstmal ist in diesem Film gerade wirklich in Cannibal Ferox absoluter Tiersnuff auch wieder zu sehen und da muss man sagen, da haben die es wirklich übertrieben. Dieser Tiersnuff bringt der Story kein bisschen weiter. Das macht daraus keinen besseren Film oder es macht auch diesen Film nicht glaubwürdiger. Es sind einfach wirklich wieder nur Szenen, wo einfach diese Tiere abgemetzelt werden, um einfach Härte in diesen Film reinzubringen. Ja, tatsächlich hat der Film es auch deshalb in diese Liste reingeschafft, weil halt einfach wirklich diese Tiere, gerade dieser kleine Nasenbär, diese Szene geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf, muss ich sagen, da wurde einfach übertrieben, komplett. Dann kommt natürlich auch noch die physische Gewalt gegenüber den Menschen, wo halt die Kannibalen halt einfach die Menschen anfangen zu essen. Eine Frau wird an ihren Brüsten tatsächlich an Haken aufgehangen. Ein anderer Mensch wird dort, sage ich mal, von der Hälfte des Kopfes her so, sagen wir mal, geköpft. Nicht ganz geköpft, sondern nur die Hälfte des Kopfes, sodass sie das Gehirn essen können. Der Film ist schon wirklich deftig und für das Jahr 1981, wir müssen halt bedenken, der Film ist über 40 Jahre alt, immer noch extrem, extrem brutal und demnach hat es Cannibal Ferox auch hier auf diese Liste geschafft. Und das waren dann auch die 5 Filme, die ich dann für dieses Video zu besprechen hatte. Es kann sein, dass vielleicht auch nochmal ein Teil 4 kommt. Ich schaue mal, wie die Resonanz jetzt hier auf Teil 3 ist, ob das Ganze gut ankommt. Wenn ja, dann kommt auf jeden Fall noch ein Teil 4. Worauf ihr euch dann natürlich freuen könnt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.